So. Alan Wake geht weiter. Ich habe der Alten klar gemacht, dass er vernünftig auf den Schalter aufpassen soll. Ja, ja, ist ja gut, dann mach das doch. Mit deinem Lendenbruch. Blenden, Leisten, Leistenbruch, Leistenbruch. Lendenballon. Oh, da ist er ja. So, wie sich das für Frauen gehört. Genau, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Na? Lippensynchronität geübt? Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ja, oder? Ich bin super. Ich kann Schlüssel rausholen wie kein Zweiter. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihre... Da ist der wahre knollnasige Typ, der uns eigentlich die Schlüssel geben sollte. Jetzt gehen wir zum Horrorhaus des Spukes und keine Ahnung. Auf jeden Fall werden die Ghostbusters treffen. Worauf ich mich sehr freue. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Genau, okay. Alice. Wir können später drüber reden. Nein, gar nicht. Wir können es auch einfach sein lassen. Ich wollte gar nicht darüber reden. Na? Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit zwei Jahren habe ich kein Wort zu Papier gebracht. Zwei Jahre, das ist ein letzten Buch. Dass ich da noch dran noch erinnern kann? Ich habe von vor zwei Jahren keine Erinnerung mehr. Irgendwas mit Bier. Riskiert ruhig mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Oh, wunderschön. Es ist ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Ja, würde ich ja hoffen. Das ist, was Sterne zu tun haben. Warum hat Gott sie sonst erfunden, wenn nicht zum Weg beleuchten? Ich wüsste nichts. Und zum Wünsche erfüllen natürlich. Darf man natürlich nicht vergessen. Oh, das sieht echt vertrauensselig aus. Warum hängt da nicht noch ein Totenkopf hier drüber? Da würde ich mich noch wohler fühlen. Also ich die Tasche abnehmen? Du darfst sie mir so schwer tragen. Ich weiß, ist schon gut. Ah, okay. Ich hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang. Angst vor Arschvergewaltigung. Es tut mir leid. Vogelbeinhütte. Ja, ist das so? Ey! Das ist die Fragen beantworten. Was bist du für ein Begrüßungsvogel? Tschüss. Hallo, Hütte. Ah, ich nehme mal deinen Türknopf in die Hand. Ah, das gefällt dir. Ja, genau. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Das war ein tolles Quicktime-Event. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Ja, Liebling, ich werde für Strom sorgen. Hallo? Jemand da? Nein, natürlich nicht. Du hast gerade aufgeschlossen. Hier, im Ofen ist bestimmt der Stromschalter. Nicht? Okay. Also eigentlich im Keller, aber ich sehe hier nirgends ohne Kellertür, Falltür, irgendwas. So, hier rein. Natürlich ist verschlossen. Warum solltest du auch die Türen öffnen können in deinem eigenen Ferienhaus? Das ist ja Schwachsinn. Wir wollen ja nur die zwei Räume nutzen. Wir wollen hier oben, wollen wir einen Flur haben, maximal noch ein Bad, eine Küche. Und das reicht auch. Alle anderen Türen können verschlossen bleiben. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre heim. Alter, das war uncool. Ich hab mich erschrocken. Nein, ich will keine Jumpscares. In der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Ey, was anderes als eine Teekanne. Das ist voll normal. Sowas steht bei mir auch am Nachttisch sogar. Das wird mir okay. Gut. Ja, das Zimmer ist ziemlich unauffällig, ich meine. Überhaupt keine persönlichen Gegenstände, eine Uhr, Schreibtisch, alles leer und ein Bild von irgendeinem Typ in einem Alien-gleichenden Tauchanzug. Beruhigend. Sehr beruhigend. Ich hoffe, es geht so weiter. Was haben wir hier? Totenköpfe oder sowas? Oder die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. Eine Zeitkapsel. Reicht's nicht, wenn man sagt, eine Hütte aus den 60ern? Nein, eine Zeitkapsel. Guck mal, 70er, du bist so falsch, Junge, du bist so blöd. Guck mal, da steht 70er, hier, 1970. Ah, keine Ahnung von Epochen, echt, das ist wirklich... wann kriegst du das endlich auf die Reihe?
in Geschichte in der Schule durchgefallen und es geht im wahren Leben so weiter. Kein Wunder, dass sich deine Bücher nicht verkaufen, wenn du überhaupt keine Fakten zusammenbekommst. Haben wir hier irgendwas, was relevant ist? Nein, haben wir nicht. Ich will nur den Stromkasten finden. Ich will keine Hauserkundungstour machen. Hallo, Hirsch. Geht's dir? Ja, ich weiß, das Wetter, oder? Das ist wirklich... Kurios. Eindeutig. Ich habe auch keine Ahnung, warum nicht mehr Gäste kommen. Ich werde jetzt mal... Ja, ich sehe... Hör auf zu reden. Ich werde jetzt hier in diesen Raum reingehen und du bist ruhig. Da. Eule. Sieht aus wie bei meinen Großeltern so. Ich habe das Gefühl, ich war hier schon mal. Ich habe voll das krasse Déjà-vu. So, als wenn ich hier vor 2 Minuten schon mal drin war. Das ist ja kurios. Ich gehe direkt mal wieder raus, so. Kann ich mir das vorkommt. Also hier oben war schon mal nichts. Ich will doch nur für Licht sorgen. Wie schwer kann das sein? Was ist das? Da blinkt was. Ja, nee, das wird mir nicht helfen. Selbst wenn es blinkt, ist mir jetzt gerade egal. Ich will den scheiß Strom ankriegen, um mal irgendwie weiterzukommen. Warum sammle ich Thermosflaschen? Was bringen die mir? Kann ich das Böse mit Tee bekämpfen oder mit Kaffee? Ich weiß nicht. Das Stromkabel führt zu dem Schuppen da hinten. Das sagst du mir jetzt? Ich laufe durchs ganze Haus und... Oh, ja, der guckt hier in den Schuppen. Danke. Das hätte man mir echt früher sagen können. Der Stromkabel führt da hinten zu dem Schuppen. Voll. Sesam, öffne dich. Das Stromkabel führt zu einem alten Generator. Ja, richtig. Achso, nicht so schnell drücken, wie ich kann, sondern... Ah, ich immer im Grün drücken. Okay, ich verstehe. Ja. Oh Mann, ich bin so geschickt. Das ist genau der Grund, warum ich immer die Gartenarbeit machen darf. Weil ich so super Rasenmäher anschmeißen kann. Scheint mir umweltfreundlich zu sein. Wer mag schon Solarenergie, wenn man hier so einen dreckigen Dieselmotor im Garten haben kann? Die Lichter sind an. Geht gerne. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Irgendwie mag ich die Art, okay, wie du Liebling zu mir sagst, gar nicht. Ein Baumstumpf. Oh, ich liebe diese Sachen. War einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Ich will die Liebesgeschichte auch nicht hören. Oh Gott. Dann fahren wir fort. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Ja, du kriegst später noch deinen Arschklatscher. Zu Alice zurückkehren. Ja. Wie lange waren wir draußen? Wir haben, glaube ich, ein großes Problem mit der Zeitwahrnehmung. Ne? Auf einmal ändern sich die Tageszeiten und er steht immer noch am selben Fleck. Also. Das ist seine Frau nicht ein bisschen... Alice? Schatz? Jetzt suchen wir nicht verzweifelt nach ihr, um uns dann vor irgendwas zu erschrecken. Ich will keine Jumpscares. Warum habe ich dieses Spiel gespielt? Nein. Hallo, Rabe. Such meine Frau und... Ach, toll. Hallo, Radio. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam... Ah, ist ein Rabe oder eine Krähe? Wie unterscheidet man die? Sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Das ist eine Krähe. Ja, das ist wahrscheinlicher. Scheißegal, wenn man sie unterscheidet, aber... Horror-Krähe. Ganz klar. Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Ja! Wow! Ja, cool, das war ja super interessant. Wer hat überhaupt Pappaufsteller vor dem Schriftsteller? Ich meine, ich lese gerne, aber ich habe kein einziges Gesicht von irgendeinem Schriftsteller im Kopf. Überraschung. Alice. Oh, was danke. Wo wusstest du das nur? Machen. Ich wie wär's, wenn gedacht, du was anziehst? Du mir vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice. Oh. Du, alle wollen das. Hey, 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 hör doch mal zu. Es gibt hier einen Arzt, ausrasten, Dr. Los. Hartmann. Schlag ins Gesicht. Dreht sie. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es einfach.
Ich will es nicht hören! Verdammt, alles! Ich muss zuerst Schauspielunterricht nehmen, bevor ich synchronisieren kann. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Gut, nimm dir die Zeit. Wir sind alle bei dir, Bro. Da ist was also. Verdammt. Ich immer meine Schusseligkeit, das ist schon. Alice. Alice! 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 Nein! Nein! Alice! Alan! Oh nein, Alice! Oh nein. Alice, ich betrüge dich mit 1 und 1. Ich komme! Ja, ich weiß. Es ist schlimm zu hören, aber. 1 und 1 hat mir einfach was ist hier los? Wie wär's, wenn die Krähen mich nicht anfallen? Wär's nicht cool? Zieht euch! Was? Au! Feierabend! Geh rein! Los! Renne, 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 renne! Ah, nicht verrecken, bitte! Oh! Mach die Tür auf und ich erschreck mich. Das war ja wirklich... Was ist denn hier los? Oh nein! Ditch! Immer weiter! Alice? Alan. Nach dem Unfall im Auto aufzuwachen war wie einen Albtraum gegen den nächsten. Okay, in welcher Zeitperiode sind wir gerade? Ich wusste nicht, zuerst wie ich sind hier wir im Auto, denn ich doch wusste nicht, nur, dass jetzt Alice wieder doch. Etwas Furchtbares zugestoßen war. So was mindestens. Das Telefon war tot. Ich musste zu Fuß Hilfe holen. Okay, dann haben wir einen Kontrollpunkt erreicht und ich glaube, damit können wir auch das Video beenden. Einige Einflüsse, die wir verarbeiten müssen. Es war sehr aufklärend. Ich habe sehr viel erfahren. Ich weiß jetzt total Bescheid, muss ich sagen. Okay, und dazu später mehr.